Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der RC Warlord und wir sitzen in meinem Keller. Ja, auch wieder mal, es tut mir leid, das sagen zu müssen, ein kurzes Video. Was liegt an? Ich möchte hier diese Gelegenheit nutzen und mich bei all meinen Abonnenten einmal bedanken. In letzter Zeit ist es, also ich hatte eigentlich so mir ausgerechnet, naja, wenn alles gut läuft, werde ich vielleicht die 200 Abonnenten so um die Weihnachtszeit vielleicht erreicht haben. Ja, mittlerweile sieht es so aus, dass ich 200 Abonnenten habe. Und ja, ich bin natürlich darüber sehr glücklich. Hätte niemals gedacht, dass es doch so viele Menschen, junge Leute und ältere Leute, ich weiß ja nicht, wer das alles ist, ja, bei YouTube gibt, die meine Videos gerne schauen. Ich habe immer nur gedacht, naja, Gott, ja, was der so babbelt, das will sich ja vielleicht gar keiner angucken. Ich bin da sehr begeistert drüber und finde das echt super klasse toll, ja, und möchte mich auf diesem Wege einmal bei all meinen Abonnenten bedanken, dass ihr so eifrig und fleißig meinen Kanal verfolgt und mich schon so oft abonniert habt. Finde ich echt saugeil. Das bestrebt mich natürlich sehr, da weiterzumachen. Was soll ich sagen? Ja, natürlich, wie gesagt, letzter Zeit ein wenig weniger Videos. Das habe ich jetzt schon diverse Male erwähnt, möchte ich jetzt nicht weiter breitreden. Ihr wisst alle warum. Es wird sich auf alle Fälle wieder ändern, aber momentan ist es halt noch nicht so ganz absehbar, wann. Ich versuche alles auf alle Fälle, auch wieder ein paar Fahrvideos rauszuhauen, wenn mal wieder das Wetter so ist. Aber wie gesagt, dieses kleine Video hier soll eigentlich nur mal so eine Danksagung sein an euch alle da draußen, die meinen Kanal abonniert haben und mich verfolgen. Und ja, mir eigentlich immer nur positives Feedback geben. Und ja, das bestrebt mich natürlich da noch das alles ein bisschen zu verbessern. Wie gesagt, ich bin, das habe ich ja schon diverse Male auch erwähnt, im Punkto Computer nicht so die helle Leuchte. Ja, das, was ich jetzt schon so kann, okay, das ist vielleicht für viele nur ja, ein Schmunzeln wert. Das ist für mich schon ein Meilenstein. Ja, so ein Video mal hochladen oder diverse Sachen auf dem Computer machen. Ja, oder Videos schneiden. Okay, zwar nur mit dem mickrigen und armseligen Windows Movie Maker. Mit dem anderen extrem komplexen Programm, was ich hier habe. Das Sony Vegas, ja, da habe ich schon diverse Male einen Antritt probiert und ich bin einfach, ja, nur ein Kacknoob, ja, der es einfach nicht auf die Reihe bekommt. Und ich kann einfach nur wieder den Hut vorziehen, wenn ich so manche YouTuber sehe, wie zum Beispiel auch alle kennen ihn, ja, RC Chris Modellbau, von hier aus echt liebe Grüße, ja, hast einen coolen Kanal. Das jetzt nur mal als Beispiel, weil was er so alles so auf die Beine gestellt hat, ja, im Punkto ja, Videos, ja, mit dem Schneiden und dem ganzen Kram, also das, ja, da bin ich ja meilenweit von entfernt. Also ich bin ja wirklich froh, dass ich jetzt überhaupt mal irgendwas ein bisschen hochladen kann, ja. Und auch dieses Forum, was er da aufgebaut hat, echt super Sache. Ja. Wie gesagt, ich wollte hier natürlich, ich habe mir auch überlegt, was könntest du machen bei 200 Abonnenten. Ja, mir sind da schon diverse Sachen in den Kopf gekommen, aber ganz ehrlich, das gab es alles schon mal. Ja, okay, es gab alles eigentlich schon mal, aber irgendwie kommt es dann vor, als ob es nur ein Remake ist oder. Und das möchte ich eigentlich nicht. Und außerdem, ja, denke ich, dass es, ja, was, wie soll ich sagen? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich denke, dass ihr alle mich vielleicht auch versteht, ja. Und
Jetzt habe ich komplett den Faden verloren, gell? Ja, und weiterhin auf jeden Fall meinem Kanal treu bleibt, ja. Weiterhin meine Videos liked, ja, wenn ihr Bock habt, und weiterhin halt einen Daumen nach oben gibt, finde ich cool. Und naja, wir schauen mal, wo die Reise uns hinführt, ja, wie viele Abonnenten da noch dazukommen. Ich bin da mal sehr gespannt. Wie gesagt, ich hätte niemals gedacht, wo ich mit diesem Kram hier angefangen habe, mit diesem Modellbau, Verbrenner-Thema, dass ich jemals auf YouTube Videos stelle. Ja. Und ich hätte niemals gedacht, dass ja, so viele Leute meine Videos ja eigentlich gut finden und auch ein Abo dalassen. Das finde ich natürlich extrem toll. So, das habe ich jetzt, glaube ich, 10.000 Mal wiederholt, oder? Nee, ich weiß nicht, also 10.000 Mal zwar nicht, ja. Aber Leute, vielen herzlichen Dank dafür. Wie gesagt, ich gebe mir weiterhin natürlich Mühe. Ich versuche natürlich auch Sachen zu verbessern. Aber wie gesagt, ihr müsst da ein bisschen Rücksicht nehmen, weil, wie gesagt, es werden einige von euch, die, sage ich mal, so einen Kanal haben oder vielleicht auch nur keinen Kanal haben, sondern nur meine Videos gucken, im Punkto Computer meilenweit mir voraus sein. Ja, also ihr müsst da ein bisschen Nachsicht haben, dass das bei mir alles noch so ein bisschen in der Ausbauphase-Situation ist. Weil, nur mal dazu, ich bin jetzt, also ich denke, das ist jetzt so ungefähr, naja, ich habe es mir nochmal durchgerechnet. Ich habe letztens mich nochmal mit einem Abonnenten unterhalten, da hatte ich gesagt, dass das so ungefähr mit Computer so 3 Jahre ist, wo ich mich damit befasse. Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt und mir nochmal einen Schmalzer drüber gemacht. Es sind genau, 4,5 Jahre. Ein bisschen über 4,5 Jahre, wo ich mich mit diesem Kram beschäftige. Vor dieser Zeit habe ich vehement die Meinung vertreten, ja, Computer brauche ich nicht. Es geht auch ohne. Ja, für was Internet? Ja, ich kann auch alles so kaufen. Mittlerweile habe ich mich da um 180 Grad gedreht. Ja, aber wie gesagt, so war das noch vor knapp 5 Jahren so. Und naja, deswegen müsst ihr mir das ein bisschen nachsehen, wenn vielleicht so ein paar Sachen noch extrem Ausbau benötigen. Ja, wie gesagt, das sollte nur ein kleines Video sein, um mich mal dafür zu bedanken an meine Abonnenten. 200! Yippie-yay! Und ja, ich freue mich natürlich um jeden Abonnenten, den ich mehr bekomme. Ist ja klar, ich denke, euch geht's da draußen geht's genauso. Okay, in erster Linie mache ich den Kanal ja auch für mich und gestalte das so, wie ich denke, dass das so okay ist. Aber man sieht ja, dass da auch andere Leute ja, mit zufrieden sind, ja, mit der Sache, die ich hier so als Hobby betreibe. Okay, Leute, das war's von mir. Wie gesagt, Fahrvideos, ihr alle werdet es selber wissen. Oder es ist momentan ein absolut beschissenes Wetter und bei mir sieht es so aus, ich hatte das schon erwähnt, ich bin alleine momentan auf der Arbeit und ich habe einen 12-Stunden-Tag jeden Tag, den ich da abreisen muss. Und ich will hier natürlich nicht auf die Tränendrüse drücken, aber dadurch ist meine Zeit halt ja extrem knapp momentan. Aber wie gesagt, hatte ich auch, glaube ich, im vorhergehenden Video auf alle Fälle auch schon erwähnt, es werden wieder bessere Zeiten kommen, aber in nächster Zeit, ja, da noch andere Sachen sind, die ich halt privat erledigen muss, wird das mit den Videos halt, ja, kommen da nicht so viele, wie ansonsten gekommen sind, ja. Aber ich werde euch auf alle Fälle nicht vergessen und ich bin auf jeden Fall dran, da neue Sachen zu machen. Und von daher, keine Panik, ich setze alles dran, auch wieder schöne Fahrvideos zu machen, ja, weil ich auch selber Spaß daran habe. Ja, okay,
das war's jetzt. Wie gesagt, nächstes Video. Ich hoffe mal, heute ist es ist Wochenende und ich hoffe mal, dass morgen besseres Wetter ist und nicht so nass und regnerisch. Und dass man da mal fahren könnte und auch mal mit dem Overheater an den Start geht. Ja, natürlich werde ich die alte Karo drauf machen. Okay, Leute, das war's von mir. Kurze Danksagung ja, an euch da draußen. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt mir weiter treu und liked meine Videos. Und dafür danke ich euch recht herzlich. Ich bin der RC Warlord und ich werde weiter Videos machen, ganz klar. Ich wünsche euch ein restliches schönes Wochenende. Haltet die Ohren steif, bleibt locker drauf und haut rein. Euer RC Warlord. Macht's gut. Ciao.